Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Euro Truck Simulator 2. Wir stehen hier an der Mautstation in Frankreich. Wir haben gerade Rast gemacht und fahren jetzt mal weiter. Steigen mal ein. Und ja, wir transportieren 8 Tonnen Kork, glaube ich. 5 Tonnen Kork, also nicht viel. Ich meine, der ist ja super leicht. Nach Stuttgart haben noch eine Fahrtzeit von 4 Stunden 50. Das sollten wir also in der heutigen Folge schaffen. Ja, und können in der nächsten Folge durchstarten mit unserem nächsten Race-Truck. Dass wir den transportieren. Wohin, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann. Weil das werde ich heute nicht mehr aufnehmen. Das werde ich erst dann nächste Woche machen. Und ich weiß nicht, was dann das Ziel ist. Das wechselt alle paar Tage. Deswegen, ja, müssen wir da mal schauen, ne? Bin ich mal gespannt. Bin ich echt mal gespannt. Schöne Gegend. Aber hier waren wir schon mal. Ist alles gelb. Ist aber wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile her. Ich weiß gar nicht, ob wir hierher hergefahren sind wir unten über die Schweiz. Von München über die Schweiz Frank nach. Da sind wir nicht hier oben lang gekommen. Stimmt. Ich erinnere mich. Da war was. Und ja, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, zumindest die dies gucken, My Time at Porsche geht doch weiter. Auch wenn wir das Hauptspiel eigentlich durchgespielt haben. So müssen wir doch dringend tanken, sehe ich gerade. Hollala. Das war knapp. Entschuldigung fürs nicht blinken, aber ich habe gerade den Blick auf die Tankanzeige geworfen und gesehen, dass sie voll in der Reserve ist. So, wir haben keinen so riesigen Tank. Wenn ich das mal erwähnen darf. Ja, My Time at Porsche haben wir das Hauptspiel durchgespielt und ich dachte eigentlich auch, damit wäre es dann erstmal fertig. Aber dann habe ich zufällig gelesen, was im 5. Jahr passiert. Und wir sind ja am Anfang vom 4. Jahr. Und also Ende vom 4., Anfang vom 5. passiert nochmal was. Und da habe ich mir gedacht, dann spielen wir das doch noch weiter, das eine Jahr, bis das Ereignis abgeschlossen ist. Und schlagen uns halt so mit Quests durch. Weil das möchte ich A, euch schon gerne zeigen und B, auch selbst gern spielen. Ich habe es anfangs nicht geglaubt. Anfangs nicht geglaubt, wo ich es gelesen habe. Und hab dann mal kurz auf YouTube geguckt. Es gab tatsächlich ein einziges Video dazu. Ich vermute mal einfach deshalb, weil viele die Quests vorher fertig haben und gar nicht mal so unbedingt ins 5. Jahr kommen. Ich kenne da auch jemanden, der sehr exzessiv gespielt hat und auch nicht ins 5. Jahr gekommen ist, sondern halt nach der Hauptquest dann auch aufgehört hat. Und die kann man, also wie gesagt,
Ich habe es jetzt in 3 Jahren quasi durchgespielt, also 3 Ingame-Jahren. Beziehungsweise das erste, das zweite, dritte, ne, 4. Und ja. 3, 4? Weiß es gerade nicht. Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, nee. Also am Anfang vom vierten Zimmer, also in etwas über 3 Jahren, habe ich es quasi durchgespielt. Upsa. Haben wir da einen mitgenommen? Das war keine Absicht. Hat aber auch nicht als Unfall gezählt. Nur gesehen, dass irgendwas im Rückspiegel war, aber ich dachte, der wäre weiter weg. Ja, wie gesagt, wir haben es in knapp über 3 Jahre durchgespielt und ich habe mich da mit Sicherheit teilweise schwer getan, viele Nebenquests mitgenommen, vieles, was auch länger dauerte. Also man kann es in deutlich kürzerer Zeit spielen. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es nicht so ganz viele gibt, die das tatsächlich bis ins fünfte Jahr reinspielen. Deswegen will ich es machen, will es euch zeigen. Ihr dürft gespannt sein. Irgendwo freue ich mich drüber, es noch weiterspielen zu können oder noch einen Grund zu haben, es weiterzuspielen, weil ich fand oder finde My Time with Porsche ist einfach ein für mich richtig fesselndes Spiel. Ich spiele es mega gerne. Ich bin vor dir. Badge. Edge Badge. Wie schnell dürfen wir? 80 wahrscheinlich, ne? Sie 80. Dann sollten wir auch keine 90 fahren. Das kostet uns wieder nur hässlich viel Geld. Und vor allen Dingen Kurve. Kurve, Kurve, Kurve. Bundesrepublik Deutschland. Ja, jetzt ist das mit dem Tempo 90 sowieso durch. Jetzt gilt maximal 80. Maximal 80. Ach, der blinkt, das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Eine Windmühle, die ist immer noch selten. Die sieht man echt nur noch richtig, richtig selten. So, Nordekorn. Warum fährst du so langsam? Wahrscheinlich darf man hier gar nicht schneller, ne? 60. Ja, ich hab's befürchtet. Deswegen fahre ich trotzdem vorbei. Kleiner Verkehrsraudi. Gleich kommt wahrscheinlich wieder Polizei, ne? Wie ich mein Glück kenne. So, machen wir mal einen Tempomaten rein. Auf 65 oder so. Weil viel schneller werden wir hier nicht mehr fahren dürfen. Außer wir kommen nachher nochmal irgendwann auf die Autobahn.
was noch sein könnte. Stuttgart ist ja schon noch ein Stück im Landesinneren, ne? Ich bezweifle mal, dass wir das vollständig über Landstraße fahren, aber kann auch sein. Ist nicht ganz auszuschließen. Du, wir sind hier in einer Kurve. Okay, als KI weiß man natürlich, ob was kommt oder nicht. Aber, im Realleben sollte man das tun nicht unterlassen. Oh, da unten hat's gekracht. Und da kommen wir gleich noch dran vorbei. Da hat jemand seine Ladung ein bisschen verloren. Ob durch schlechte Ladungssicherung oder durch einen Unfall, ist noch völlig offen. Aber er hat sich verloren. So, wir müssen Richtung Stuttgart. Stuttgart wäre empfehlenswert, wenn wir nach Stuttgart wollen. Nürnberg, Stuttgart. Und vorbei an dem Unfall. Ist natürlich ein bisschen ungeschickt direkt in der Auffahrt hier. Schlechte Ladungssicherung, so wie das ausschaut. Sollte man nicht tun. Hochgefährlich, wenn jetzt daneben einer gefahren wäre, ne? Der wäre platt. Beziehungsweise wenn man gerade einen LKW überholt und dann fällt es direkt vor einen, das ist dann auch nicht besser. Auf oder vor einen, das ist beides schlecht. Aber ich glaube, wir sind gleich am Ziel. Das ist gut. Ich hätte ihn ja noch überholt, aber kommt nicht gut, wenn wir hier abfahren müssen. Kommt gar nicht gut, wenn wir hier abfahren müssen. Gerade so überhaupt keinen Schimmer, wo wir hier eigentlich sind. Könnte das Kreuz Karlsruhe gewesen sein. A5, A8. Ich bin da jetzt aber gerade ein wenig. Auf der A8 sind wir zumindest mal. So viel ist schon mal richtig. Dann wird das andere die A5 gewesen sein, vermute ich. Ja, wir biegen ab nach Stuttgart. Genau hier. Upsala. Hoppala. Da waren wir doch was schnell. Da waren wir doch einen Hauch zu schnell. Sehr gut. Erster Aufenthalt in Stuttgart. Wir waren noch nie in Stuttgart. Ups. Dann weiß ich, was wir hier definitiv auch noch machen werden. Nämlich die Garage kaufen. Das können wir auch noch in der heutigen Folge unterbringen. Wir haben ja noch. Die geht ja gerade erstmal.
14 Minuten. So, und heute kann ich, wie gesagt, ja nicht die World of Trucks Tour anfangen, weil die müsste ich fertig fahren. Und ich will jetzt dann gleich erstmal was frühstücken. Bin ja jetzt auch schon seit einer Stunde ungefähr unterwegs. So, piep, 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 wir haben uns alle lieb. So, absatteln. Wunderbar. Fortfahren, weil jetzt müssen wir dann mal gucken. Hier gibt es doch in Stuttgart mit Sicherheit eine Garage. Genau. Dann decken wir hier die Fragezeichen auf. Dann fahren wir hier den Bogen. Jetzt machen wir gerade mal das. So, dann fahren wir die Strecke und kaufen die Garage noch. Dann haben wir das nämlich auch. Dann haben wir die hier auch in Stuttgart. Ich hätte schwören können, dass wir die schon haben, aber ich werde da ja eines Besseren belehrt. So, so sieht man besser. Und es ward grün. Ja, fahr doch, du blöde Nudel. Das wäre noch ein bisschen bearbeitungsfähig. Mercedes-Benz-Händler. Mercedes hat man auch schon lange keinen mehr, ne? Ups, blinken. Arbeitsagentur, das war klar. So, und hier biegen wir auch nochmal ab. Und kaufen die Garage. Weil ich brauche ja, ich habe ja noch die Challenge, alle Garagen in Deutschland zu kaufen. So. Einmal kaufen, ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, und damit sage ich dann nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir dann die nächste Tour machen. Ne? World of Trucks wäre das dann. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.